Ja, mein Name ist Dirk Solte. Ich beschäftige mich seit 5 Jahren intensiv mit dem Weltfinanzsystem im Gesamtkontext der Globalisierung und der wichtigen Aufgaben, vor denen die Menschheit steht. In diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass die derzeitige Krise eine besondere Chance beinhaltet. Und diese Chance besteht darin, die wichtigsten verschiedenen Problemdimensionen, mit denen wir als Gesellschaft konfrontiert sind, gemeinsam zusammen zu betrachten. Ganz in dem Sinne, wie es auch das Ecologic and Social Council der Vereinten Nationen proklamiert. Die Lösung besteht darin, in einem 7-Punkte-Programm die verschiedenen Dimensionen zusammenzuführen. Das 7-Punkte-Programm bedeutet verbindliche soziale Standards, wie beispielsweise die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation, verbindliche Umweltstandards, wie beispielsweise die Klimaabkommen, die hoffentlich in Kopenhagen stattfinden, zu verbinden mit einer verbindlichen Regelsetzung von Verfahrensstandards in der Welthandelsorganisation. Das Problem ist deren Finanzierung. Und die Finanzierung kann man erreichen, indem man das Geld- und Steuersystem jetzt in der derzeitigen Krise stabilisiert. Und das bedeutet, das Geldsystem mit einer zusätzlichen Abgabe auf Finanzprodukte zu belasten und die Steuersysteme zu harmonisieren. Dadurch bekommt man 2.000 bis 4.000 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung, die man nutzen könnte, um einen globalen New Deal in Gang zu setzen, eine Kofinanzierung gegen die Akzeptanz von Öko- und Sozialstandards, das heißt den Aufbau dann von Schulen und Infrastruktur, insgesamt der Grundlage für Wertschöpfung und Wohlstand, um aus diesem ganzen Schlamassel, in dem wir uns befinden, herauszukommen.